Hey Scarlett, hey Scarlett, hey, schaut sich die Demo an. Hey, hey Scarlett, am Demo Day, traut sich Firmen ran. Na, 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 Scarlett. Kostenlos und manchmal greift er tief ins Klo. Doch er hat selber so gewollt und findet manchmal pures Gold. Hey, hey, Scarlett, hey, Scarlett, hey, schaut sich die Demo an. Hey, hey, Scarlett, am Demo-Day traut sich Firmen ran. Du bist kein Arschloch, also abonnier doch Scarlett. Damos, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Dieses Spiel ist eine kostenlose Vorschau der Vollversion. Sie werden einige der Hauptmechaniken in diesem Spiel sehen. Einige reicht mir. Da sage ich Arr und rein in den Demo-Day, denn es ist schon wieder Montag und Zeit für einen Demo-Day. Schauen wir doch mal, was der Captain Bones hier für uns parat hält. Spielmodus normal. Alle Spielmechaniken sind aktiv. Normal enthält eine ausgewogene Mischung aus Spaß und Herausforderung. Ich bin eine ausgewogene Mischung aus Spaß und Herausforderung. Oh! Ich kann auch noch wählen. Oh, sind wir hier der... Oh nein, ich habe schon geklickt. Nee, ich dachte, ich kann ihn drehen. Ich habe den Mann gewählt. Ich kann auch Q halten, zu überspringen. Nein, ich will gar nicht überspringen. Assagen Carahan Game. Ja, ihr Leichtmatrosen. Oh, Himmels Willen. Um Himmels Willen. Es gibt auch noch einen Prolog hier. Oh. Sieht das süß aus, das Game. Oh wei, oh wei, oh wei. Und ich bin gestrandet, wie es aussieht. Gestrandet, nee, ich geh unter. Die Soundeffekte sind bombastisch. Oh, Hallöchen. Hallö. Ich meine, Ich trage Lippenstift und ich weiß nicht, wieso. So. Aufwachen! Der Schönheitsschlaf ist vorbei. Ich spreche mit der Naturheilerin. Ich kann springen. Das sieht ja wahnsinnig hübsch aus hier, das Wasser. Hat ein bisschen, aber was ist denn mit ihm? Der hat eine Wahnsinnsfigur, ne? Ist das ein absolutes V, dieser Typ? Wow! Hey, du Schönheit! Du kannst dich glücklich schätzen, dass du noch lebst. Du sollst jetzt erstmal etwas Trinkwasser besorgen, aber keine Sorge, ich werde dir dabei helfen. Bring mir diese folgenden Gegenstände. Pflanzenfasern, kleiner Stein und ein Zweig. Ein Zweig habe ich doch in der Hose, hör mal. Wo ist denn hier? Da leuchtet doch schon mein Zweig. Den hebe ich direkt mal auf. Den habe ich 5 gleich gefunden. Da ist noch ein Stein. Her, das Ding. Hier nochmal einen Stock mitnehmen. Und da vorne ist Blattwerk. Da gehe ich jetzt unter Holz. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt habe ich genug. Jetzt hat sich auch ein Quest mal. Das ist ja... Huch! Ey! Hau mal nicht so... Aua! Ich habe dir alle nötigen Materialien gegeben, die du benötigst, um meine Steinaxt herzustellen. Fälle ein paar Palmen, um Kokosnüsse zu erhalten. Danach zeige ich dir, wie du die Kokosnüsse aufbrichst, um sie zu essen und daraus zu trinken. Okay. Dann machen wir das doch mal. So, jetzt hau ich hier gegen, oder was? Aha. Ah, nicht, dass dir deine Kokosnüsse auf den Kopf hält. Das wäre... daneben. Besorgniserregend. Jetzt halte, um den Baum zu fällen. Aha. Na, ist der umgefallen. Wahnsinn! Das ist doch normalerweise auch so, man haut den Baum einfach weg und dann verschwindet er direkt in der Luft. Boah. Das ist eine ziemlich coole Rolle, sag mal. Das ist übrigens auf Shift, falls ihr euch fragt. Ja, falls ihr selber gerade beim Spielen seid und euch denkt, wie macht man denn so eine geile Vorwärtsrolle, die im Sportunterricht nur eine 4- wäre? Naja. Und dann, fummel ich mir ein bisschen wortwörtlich am Sack. Moment mal. Ja, da fummel ich mir aber dick am Sack. Schön. Kokosnussschmaus. Ein Wort mit 3 S. Nicht schlecht. Der Kokosnussschmaus. Perfekt. Also wer trinkt nicht genau so aus seiner Kokosnuss? Guck mal, wie craftet der das denn? Wie viel Mühe wurde sich denn bei der Animation hier gegeben? Es ist schon mal mehr, als mir nur da am Sack rumzufummeln, ne? Dann macht mal ein bisschen was mit dem Messer. War ein richtiger Fuchs heute. Ach, na, danke schön. Dankeschön. Selber eine Kokosnuss rein. Da beiß ich auch locker ab. Die Schale zwischen den Zähnen. Das ist
Ist alles doch die Dentalpflege, ihr wisst doch Bescheid, wie das ist. Wenn du überleben willst, musst du wissen, wie man mit einem, ich seh's nicht, mit einem Schwert umgeht. Hinter dem Haus liegt ein Holzschwert, hole es und kämpfe gegen mich. Wenn du den Kampf gewinnst, gebe ich dir mein altes Piratenmesser. Da ich selbst nicht mehr kämpfe, habe ich sowieso keinen Nutzen mehr davon. Okay, Milady. Später. Gibt's dann vielleicht nochmal eine kleine Kokosnuss für uns mal? Je nachdem, wie man das möchte, aber ihr wisst, wie es ist. Never fuck the company. Und dadurch, dass das mein Lehrer ist, werde ich die Finger davon lassen. Oh. Attackiere Naturheilerin. Okay, ich attackiere. Angreifen und blockieren. Aha, ich kann also auch für einen kurzen Moment blocken und auf den Popser. Und immer, oh, genau auf meine Lieblingsstirn, du Schwein. Das versuche ich mal zu blocken, während sie ausholt. Ah ja, das war doch locker flockig, aber irgendwie, ah ja, jetzt, zack, da hau ich dich doch zusammen, Milady. Ja. Oh, das war schön geblockt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das auch hinkriege. Zack, jetzt hat sie gemisst. Sie hat einen Seitenschritt gemacht, Wahnsinn. So, das war's. Kann ich sie auch umbringen? Komm mal her. Lauf mal nicht weg, ihr Schwein. Was passiert denn, wenn ich meinen Questgeber töte? Ah! Oh nein! Bitte töten Sie mich nicht! Mein Holzschwert ist kaputt gegangen. Okay, ich kann sie nicht töten. Ja, gut für dich gelaufen, Meister. Wo ist denn hier? Pack ich mal meine Angel raus, denn ihr wisst ja. Hey, ihr wisst, wie es ist. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und der Köder muss nur den Fisch und nicht dem Angler schmecken, ja? Nur um da mal die ein oder andere Weisheit in eure müden Ohren zu droppen. Wo könnte denn die Angel sein? Hier vielleicht. Nee. Wo finde ich denn die Angel, sag mal? Muss ich die craften? Wo könnte denn die Angel sein, sag mal? Oh, da hier drüben ist ja eine Insel. Hallo? Hallo? Ich habe Schiffbruch erlitten. Nehmen Sie mich mit, verdammte Scheiße. Oh, kann ich bei dem aufs Boot schwimmen, sag mal? Entschuldige Sie. Nein. Hä? Was war denn das gerade für eine Haifischmusik? Kommt da... Oh! Oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! So, wo könnte denn hier jetzt diese blöde Angel sein, sag mal? Kann auch ein Seil machen, oh mein Gott, vielleicht muss ich... Vielleicht... muss ich die Angel ja craften, sag mal. Ich glaube, wenn die dir sagen, du sollst sie finden, dann sollst du die auch finden, ja? Ja! Was soll ich dagegen sagen? Weibliche Intuition, ja, die fehlt meinem Charakter, aber nur nicht ganz. Er hat für die weibliche Intuition ein bisschen Lipgloss aufgelegt. Ist denn die Angel? Weh, die steht jetzt bei ihr an der Hütte, dann kriege ich einen Rappel. Hallo? Ich bin der Angelsachse und ich würde gern angeln. Könnten Sie mir mal hier ein kleines Ding zur Verfügung stellen? Ah, ich kriege die Krise. Oh, hier steht sie ja. Und ich muss jetzt hier mal einen Fisch rausholen. Los geht's. Muss ich jetzt irgendwas machen? Huch. Verwende. Ah, ich muss rechtsklick den Fisch da drin halten. Alles klar. Oh. Na klar, da bin ich doch Profi. Bleib drin, du Schwein. Ja, nein. Jetzt. Und fangen. Der sexy Captain Glatzkopf. Naja, also, ich durfte mir leider hier nicht aussuchen, welche Frisur ich trage. Deswegen muss ich es mit viel zu viel tun. Aber ist auch nicht so schlimm. So. Gut geangelt ist halb gefischt. Da kannst du danach richtig den Lachs buttern. Ja, und wie? Aber die Frage, wem buttere ich denn hier den Lachs? Ah ja. Na gut. Lagerfeuer. Platzieren. Warum kann ich das hier nirgendwo platzieren? Was ist denn hier das Problem? Leute, was mache ich falsch? Spatz, ich hab hier... Ich krieg's nicht. Hat jemand einen Tipp für mich? Und jetzt kommt mir nicht mit, ist auch Stecker drin. Was genau? Ich klicke wie wild, aber... Es passiert nichts, was muss ich tun? Oder muss ich die da reinschmeißen jetzt? Handbuch fallen lassen. Nee, das hat so original gar nicht funktioniert. Aufstellen! Oh! Die haben mich verarscht! Die haben mich verarscht! Pass mal auf! Lagerfeuer. Ja, haben wir hier. Drehen auf mittlerem Mausrad. Tabulators abbrechen, hat auch wunderbar funktioniert. Platzieren auf linker Maustaste.
Führt zu gar nichts. Aber wenn man E drückt, dann ist es auf einmal da. Die kriegen nicht mal ihre Beschreibung für die Tastenbelegung. Ist mir, weißt du was? Ist mir Wurst. Bauen. Bau die Scheiße jetzt hier mal. Und das macht man übrigens mit E, nicht mit Linksklick, Leute. Ja, also falls ihr es dann auch mal selber spielt, ja, davon ist ja auszugehen. Da wisst ihr dann, wie es läuft. Ja, einfach mal nicht das machen, was einem das Spiel sagt. Sondern statt dem Linksklick E drücken. E für... Es ist wirklich schwierig. Wochenende war ich zu Besuch bei Freunden. Und dann sag ich zu ihm irgendein Kompliment. So, ey, hast du voll gut gemacht, ne? Guckt er mich an und sagt zu mir, ja, so bin ich. Da bin ich bald nicht mehr geworden, ey. Es gibt viele Schlangen auf dieser Insel und auf anderen Inseln wird es noch mehr geben. Du musst lernen, wie man sie tötet. Es ist zu gefährlich, sich einer Schlange zu nähern. Deshalb brauchst du so etwas wie ein Speer. Ich haufe einige Speere im Hinterhof. Was? Ich habe einige Speere im Hinterhof. Was? Also von Speeren im Hinterhof würde ich generell abraten. Aber wenn du einige im Hinterhof hast, dann geht ja ordentlich was rein in deinen Hinterhof. Hä? Gut, ich muss in ihren Hinterhof. Das stellt mich vor ganz neue Herausforderungen. Es sind Speere... Ah! Ja, da greife ich doch zu. So, was mache ich damit? Ui! Ich kann was schmeißen! Ich muss Schlangen töten? Guck mal doch mal, welche Schlange hier schön mit meinem dicken Spieß erspielt. Oh, hier klingelt's. Aha. Ja, so nicht, Matrose. Zack. Hat er gesessen, ne? Hast du dir so nicht vorgestellt? Und ich kriege rohes Fleisch und ihr müsst wissen, eine Schlange sieht von innen genau so aus. Ja, ihr habt die Haut, dann das Muskelfleisch. Und dann die Wirbelsäule der Schlange direkt in der Mitte, das war's. Ja, mehr gibt's da nicht, deswegen sieht es vielleicht auch so aus wie Rumpsteak, aber hey. Wollen wir nicht so kleinlich sein, ne? Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Baue eine... Was? Ein Floß und segel auf die gegenüberliegende Insel. Oh. Ich darf in die fernen Ziele aufbrechen. Und ein echter Pirat sein. Hilf meinem Freund Jack dort aus dem Gefängnis der verlorenen Stadt. Oh. Vielleicht ist es ja Jack... Jack Spyro? Wer weiß. Dafür musst du irgendwie an die Schlüssel des Gefängniswärters kommen. Aber nimm dich in Acht. Dort sind einige Marinesoldaten stationiert. Kehre zu mir zurück, wenn du Erfolg hast und ich werde dir ein Geheimnis verraten. Oh, das Geheimnis von deinem Hinterhof vielleicht? Easy. Jetzt geht's doch mal los. Jetzt werde ich richtig Freibäuder. So, jetzt muss ich aber mal kräften hier. Ein Floß. Wow. Ich brauche doch noch Seil. Das heißt, ich muss noch Pflanzenfasern besorgen. Und aus den großen Blättern hier, zack. Oh wei. Eieiei. Hat's mich kurz gezwickt. Kurzer Schreckmoment. Aber ist alles in Ordnung. Gut. Und los. Und Leute, mit Präzision, ne? Also in der Schiffbaulehre lernt man das als allererstes. Immer schön hintenrum ein bisschen kloppen. Passt. Steuern. Oh, und es geht los. Wahnsinn. Und jetzt gehe ich auf große Fahrt. Mega. Und ich kann sogar... Okay, ich kann links und rechts lenken. Das sind aber auch Wellen hier, hör mal. Also die Palmen und die Vögel sehen nicht nach Wind aus, aber hier tobt's ja draußen. Und da vorne ist eine kleine Insel. Meint er, da fahre ich mal kurz hin? Ocean Man, take me by the hand. Make me, that you understand. That you understand? Ist da eine Schatztruhe? Oh, na klar, da werde ich erstmal vor Anker gehen. Ich alter Leichtmatrose. Natürlich, denn der Loot tut und da vorne ist eine Stadt. Oh. Wahnsinn. Nee, ich will nicht. Warte mal, ich kann das Segel drehen. Na moin. Und wie kann ich aufhören? Wie kann ich denn aufhören? Ich will... Huch. Und jetzt hält's an, oder? Ich weiß nicht. Ich gehe einfach mal an Bord hier. Jawohl. Okay. Es hat mir... Also, halte um. E untersuchen. Aufschließen. Was? Ah, verstanden. Und ich habe 50 Gold erbeutet. Alles nehmen. Natürlich. Das war mein Schatz jetzt hier so und jetzt geht's weiter. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Deswegen gehe ich jetzt von Bord und werde den Jack mal retten gehen. Eieieiei. Das ist schon ein süßes Game. Ey, was soll das denn? Hör auf damit! Hör auf! Weil du kannst den Hai verscheuchen, indem du auf den Kopf trittst oder mit einem Speer. Eieiei. Verpiss dich, du Schwein! Das gibt's ja wohl nicht.
Hat er einfach hier reingebissen? Das gibt's ja wohl gar nicht. Hab ich mich erschreckt. Das ist ja genau... Ich erkenne gewisse Parallelen zu einem anderen Spiel, das ich schon mal gespielt habe. Nun gut. Wo kann ich denn jetzt am besten an Land gehen? Weil wenn ich hier hochspringe, dann wird das... Aber warte, ich warte mal noch auf eine Welle. Ah, und hopp. Jawohl. Hallo, gut Sir. Wir haben eine unfassbar schöne Frisur gewählt. Und ja, man wählt diese Frisur. Die passiert nicht automatisch. Hallo. Möchten Sie auch einen Speer in Ihren Hinterhof? Nein. Ich sehe, Sie hämmern schon ganz alleine. Hallöchen, gut Sir. Royal Navy. Marinesoldat, was ist denn, wenn ich... Oh, der sieht auch ein bisschen fies aus hier. Soll ich mich mal mit dem anlegen, sag mal? Ich könnte ihm hinterrücks auf den Kopf hauen. Will ich das denn? Kann ich ihn nicht auch einfach abschmeißen? Ich mach das mal, ne? Schön Headshot jetzt hier. Assassino! Jawohl! Und ich bin jetzt gesucht! Oh! Aber der war One-Shot! Mega! Das war doch super, wo gehobelt wird, fallen Späne, mein Sohn! So sieht's mal aus! Ich kann auch schleichen. Oh. Und bin ich nicht ein Bild von einem Lipgloss, Mann? Oh ja! Yeah. So. Und jetzt gucken wir noch mal. Jetzt sieht der nicht hübsch aus, der Typ. So, jetzt bin ich gesucht. Aber er sieht mich ja von hier vielleicht, ne? Das heißt, ich gehe mal nicht da lang. Guckt er mir auch hinterher? Ja, ich müsste ihn also hinterrücks... Hinterrücks ersp... Ah, er ist weitergegangen. Oh. Raus den Speer. Schnell hinterherlaufen. Speer rausholen. Nee, das war zu kurz. Ah, er hat sich mitgekriegt. Ah, er hat es noch mitgekriegt. Ah. Und jetzt hinterrücks erstechen. Komm. Zack. Oh, weia. Der hittet aber hart. Parade. Arr. Hoppa. Zugeschlagen. Jawohl. Hast du dir so nicht vorgestellt? Zack. Easy Parade und. Oh, daneben gehauen. Zack. Zack. Und der Todesstoß. Oh, schöner Dodge. Ja. Gott sei Dank. So, jetzt... Oh, jetzt muss ich sneaken. Dann darf er mich nicht sehen. Wo ist er denn? Oh. Nee. Okay. Der Speer ist absolut broken. Wo muss ich denn eigentlich hin hier? Hier geht's nicht rein. Suche noch... Aha, da hinten ist der Questmarker. Oh, der Major. Den muss ich auch noch umbringen, ne? Stehen. Nee, ich werf den jetzt einfach. Pass auf. Und. Nee. Sieht er mich jetzt? Tatsächlich. Ich schmeiße. Das war daneben. Das war schlecht. Jawohl. Da kommt noch ein zweiter. Ach du Scheiße. Retreat! Retreat, Junge! Das können wir nicht machen. Das schaffen wir nicht. Wo rennen die denn hin? Ja, dann ist er wohl nicht hier. Zack. Zack. Ich halte dich jetzt einfach im Dauerfeuer, du Schwein. Da machst du gar nichts. Jawohl. Nicht mit mir. Nicht mit Scarlet, dem Freibeuter. Ist denn der Matrose noch hier, dem ich den Schlüssel abnehmen muss? Der ist da hinten. Also muss ich nur warten, bis er sich hinsetzt. Wahrscheinlich. Ich laufe mal fix hier rüber. Oh, nee. Wenn er jetzt rauskommt und sich hinsetzt, dann hole ich ihn mir. Pass auf. Pass auf, wie ich mir den hole. Das hat ihn nicht gekillt. Das ist schlecht. Oh, das hat aber ziemlich viel Schaden gemacht. Geil. Aber er macht auch Damage. Zu den Waffen. Eieiei, noch einen darf ich nicht kassieren. Der macht das gut. Ja. Warum haust du denn nicht in? Jawohl, wichtig. Wichtig. So, machen wir weiter. Links, rechts, Kombination. Und da ist der Schlüssel und der Marine-Rapier. Immerhin habe ich ihn jetzt, den Schlüssel. So, und jetzt pass auf. Jetzt ist hier Sperrgebiet. Meine Fresse. Oh, hier muss ich was aufmachen. Und die Pfeile müssen da beide drauf sein. Wahrscheinlich. Also so. Hä? Oder nicht? Sie dürfen nicht drauf sein. Aha. Das, muss man wissen. So. Uch. Das ist, glaube ich, besagter Jacks Büro, den ich retten soll. Jack, Junge!
Was ist denn jetzt passiert? Ist das hier, also ist das Sea of Thieves, Pirates of the Caribbean und Assassin's Creed, alles zusammen. Und das war das Game. Das war Captain Bones. Und ohne Scheiß. Geht's euch auch so? Ich bin hooked, hör mal. Und was für ein Skelett das jetzt war. Oh boy. Oh boy, oh boy. Ja, das war schon irgendwie nett. Ich meine, es war clunky. Habe ich mir jetzt aber auch nicht mehr erwartet. Aber was für ein Ende, oder? Was kostet das denn auf Steam? Das war schon ein wildes Ding. Kostet 11,75 Euro. 11,75 Euro kostet das. Ist gerade im Sale. Tatsächlich bis 5. Juni. Das ist schon, glaube ich, schon ganz lustig. Ist auch noch sehr positiv gerankt, ne? Das hat tatsächlich viele Enjoyer. Hey, nicht gedacht. Ja, das war doch not bad.